Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Und wir sind hier am Hafen mit Jack und müssen hier so eine kleine Schleicheinlage einlegen. So ein bisschen wie in Desperados oder Splinter Cell. Natürlich nicht. Und Jack sieht immer noch enorm albern aus, wenn er schleicht. Wir machen erstmal wieder das Licht aus. Klack. Beim letzten Mal hat das mit dem Schleichen ja nicht so gut geklappt. Hey, was ist los? Ja, mein Freund. Der Strom scheint unterbrochen zu sein. Woher zum Geier soll... Lass dir... Warum? Weil ich kann... Hör auf, rum... Tja, stimmt. Das hat mir beim letzten Mal schon... Die mussten mir nicht nur einen Neuling aufs Auge drücken, sondern auch noch einen, der stottert. Ja, so sieht's aus. Und wir versuchen jetzt mal... uns besser anzustellen als beim letzten Mal. Einfach mal ein wenig warten... Der geht dahin. Wir verstecken uns dort. Der geht dahin. Und wir gehen hier hinter die Kisten. Mach schon, mach schon, mach schon, Jack, beeil dich. Und bleib mal erstmal stehen. Jawohl. Wunderbar. Okay. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich hier zu verstecken. Und jetzt ein guter Zeitpunkt, hier zu verschwinden. Okay. Obacht! Ich schalte den Strom wieder an. Na toll. Sieht so aus, als hätte ich es gerade so geschafft. Puh, meine lieben Freunde, das war ein knappes Ding. Diese kleine Schleicheinlage hier bei Face Noir, erfolgreich gemeistert vom Lumi. Und, ups, weiter geht's. Wir schauen uns hier mal um. Wo sollen wir hin? Komische Vogelperspektive. Halbvogel. Und nun... Ach, ich liebe die Hilfefunktion. Jawohl, wir sollen da noch weitergehen. Dann tun wir das mal. Gut, wir sind am Hafen, haben wieder einige Kisten. Da ist das Logo eines Spielzeugherstellers. Wer weiß, vielleicht hat der Weihnachtsmann seinen Schlitten eingemottet. Naja, viele Geschenke kommen vom Amazon, mein lieber Jack. Das weißt du wohl noch nicht. Nein, zurück wollen wir nicht. Wir schauen uns hier noch um und versuchen mal hier ins Lagerhaus zu gehen. Jack, benutzt dein Dietrich. Okay. Sieht aus, als wäre ein Stück von diesem Stahlschild abgebrochen. Dazu fällt mir nichts ein. Tja, und das Schloss? Die Tür ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Benutzt dein Dietrich. Ich habe keinen Grund, das Türschloss aufzubrechen. Hast du nicht. Dann suchen wir doch... Dazu fällt mir nichts ein. Dieses Stück dort. Was offensichtlich fehlt. Die passen nicht in meinen Mantel. Das sind die Türen. Okay, Jack, das hatten wir schon durch. Was ist das? Das sind die Schottwände der Werft. Ihrer Größe nach zu urteilen, bauen die hier nur kleine Boote. Ich würde sagen, das ist unmöglich. Ja. Das sind die Schottwände. Das sehe ich ein. Da ist die Brücke. Tja, dann kommen wir hier wohl nicht weiter. Der Zugang zur Werft. Sieht aus, als wäre ein Stück von diesem Stahlschild abgebrochen. Okay. Ich finde das... Das geht so nicht. Das geht schon mal nicht. Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Ja. Das ist hier kein Schi... Tja, uns fehlt wirklich was. Mir leuchtet nicht... was da reingehört. Und hier ist aber auch nichts zu finden. Hier liegt auch nichts rum. Schauen wir mal hier.
Vielleicht bei dem Schiff. Okay. Untersuchen wir die Leiche. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, standen wir beide vor Gericht. Und du warst wegen der Zusammenarbeit mit der Valenti-Familie angeklagt. Man versuchte, uns die Sache anzuhängen. Aber du hast behauptet, dass alles wahr wäre. Dass wir verbotene Waren für den Mafia-Boss Arturo Valenti transportiert hätten. Das falsche Geständnis brachte dir die Entlassung aus dem Polizeidienst ein. Aber du musstest nicht ins Gefängnis. Aber ich bestand auf meiner Unschuld. Und dafür wanderte ich direkt in den Knast. Und jetzt tauchst du wieder in meinem Leben auf und bringst mich in diesen Schlamassel. Gott allein weiß warum. Aber es tut mir nicht leid, dass du tot bist. Hey Jack, ehrlich, wer hat am längsten? Und dadurch, dass wir beim letzten Mal im Polizei, beim Verhör mit dem Malone nicht eingeknickt sind, sind wir immerhin jetzt auf Kaution draußen. Wer weiß, wenn das Pass passiert wäre, wenn wir ein falsches Geständnis abgelegt hätten. Okay, untersuchen wir mal den Sean. Oh, was ist das? Da steckt etwas zwischen den Holzplanken. Sieht aus wie ein Stück Metall. Was auch immer es ist, es hängt fest. Wenn ich da von Hand ran will, könnte es ins Wasser fallen. Tja. Mit Dietrich? Nein, die sind zu kurz. Zu kurz. Taschenlampe? Mir leuchtet nicht. Mir auch nicht, aber hey Jack, kannst du mal probieren, was dieser ist das? Dieser Film dokumentiert. Film. Schlüssel? Das geht so nicht. Nein, da bin ich mir auch sicher. Also untersuchen wir mal unseren guten, alten und toten Freund Sean. Sean, ich kann leider wirklich nicht um dich trauern. Mal sehen, ob ich etwas finden kann, das mich aus diesem Schlamassel wieder herausbringt. Neben den 50 Piepen, die ich ohne Gewissensbisse an mich nehme, finde ich in Seans Taschen auch etwas anderes, Vertrautes. Ein Dort. Eines dieser kleinen irischen Hörner, die Sean immer bei sich hatte. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem er mir von ihnen erzählte. Das ist die dritte, Sean. Drei Verwarnungen in einer Woche. Ich könnte leicht einen neuen Rekord für die Abteilung aufstellen. Klar. Ich glaube, der Boss schreit gerade in seinem Büro herum, weil er nicht die passenden Girlanden für das freudige Ereignis finden kann. Das ist mir scheißegal, Jack. Eine Predigt, ein trauriges Gesicht und alles steht wieder auf Anfang. Ich glaube nicht, dass es das diesmal gewesen sein wird. Du hast einem Priester das Nasenbein gebrochen und für solche Sachen röstet uns die Presse gerne auf kleiner Flamme. Scheiß auf die Presse. Eine schwarze Robe gibt einem nicht das Recht, sich an einer Sechsjährigen zu vergreifen. Verdammt, Jack. 6 Jahre alt. Nur 6 Jahre! Seine Soutane hätte ihn nicht vor dem Knast bewahrt. Vielleicht hast du recht. Ich habe überreagiert. Aber das Mädchen war im gleichen Alter wie meine Schwester, als sie verschwand. Ich werde mir niemals verzeihen, dass ich sie nicht beschützt habe, als sie es am dringendsten benötigt hätte. Deshalb habe ich immer diese Hörner dabei. Das sind Dorts, alte irische Hörner. Mein Großvater hat mir eins gegeben und eins meiner Schwester, bevor wir Dublin verließen. Das ist das Einzige, was mir von ihr geblieben ist. Die Geschichte hast du mir noch nie erzählt. Ich hatte nie einen Grund dazu, Jack. Er hatte immer 2 Dorts mit sich. Aber ich habe hier nur einen gefunden. Ich frage mich, wo der andere ist. Ich sollte genauer darüber nachdenken. So. Dort. Mit was kann ich diesen Dort hier in Verbindung bringen? Mit Malones Vergangenheit? Mit einer Blondine? Mit dem Raucher? Mit der Pistole? Das ergibt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn.
Schorn war in unsäubere Geschäfte verwickelt. Das ergibt keinen Sinn. Ergibt auch keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Ergibt alles keinen Sinn. Schorns Glücksbringer. Das ergibt. Schorns Glücksbringer und. Das ergibt keinen. Ergibt alles keinen Sinn. Dazu fällt mir nichts ein. Nein, dazu fällt mir erstmal nichts ein. Vielleicht kann ich das Ding ja benutzen. Ich sollte genauer darüber nachdenken. Aha, also es muss mir dazu was einfallen. Okay. Zwei Glücksbringer, Dorts. Der anonyme Anrufer sagte, folge dem Lord. Stark duftende Zigarette. Kann man denn so ein Dort rauchen? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Nein. Blondine, Malones Vergangenheit, Los Angeles und... Das ergibt keinen Sinn. Gibt keinen Sinn. Los Angeles, Los Angeles. Das ergibt... Und in... Das ergibt... Nein, ergibt alles keinen Sinn. Ah, Dort. Lord. Lord, Dort. Harte Truppe. Schauns Glücksbringer. Hm, Bürgermeisterwahl. Kajeta hat ein Jahr lang in Frankreich gelebt. Na, was soll mir diese Information jetzt wohl sagen? Lord, folge dem Lord. Der Anrufer sagte, ich solle dem Dort folgen, nicht dem Lord. Das muss also schon am anderen Ende der Leitung gewesen sein. Er wusste, dass seine Zeit abgelaufen war. Und rief mich an, damit ich als Erster kommen und finden würde, was er hier an den Docks versteckt hat. Und dieses Signalhorn muss der Schlüssel sein, um es zu finden. Nein, das ergibt... Was auch immer es ist, es... Und mit dem Ding kann ich es nicht rausholen? Schade eigentlich. Nein, offensichtlich nicht. Der Name des Schiffes ist praktisch nicht mehr zu erkennen. Der Name des... Ich kann nicht schwimmen. Tja. Da steckt ein Metall... Das kriege ich so nicht raus mit bloßen Händen und mit diesem Dort auch nicht. Also erstmal weg hier. Und dann nochmal zurück und... ja. Probiere ich doch mal den Dort an der Tür. Wobei es nicht nach dem fehlenden Stück aussieht, aber hey. Versuch macht klug. Dort und Lord, oh ja. Nein, das ergibt keinen Sinn. Nein, ergibt es nicht. Das geht. Hier sonst noch irgendwas? Nein, hier ist nichts mehr. Also muss ich doch nochmal... Und hier zurückgehen kann ich ja wohl im Moment eher auch nicht. Mhm. Denn das Licht ist wieder an und sie würden mich vermutlich sehen. Und ich glaube auch, dass ich hier noch nicht fertig bin. Ich muss mir dieses Metallstück irgendwie besorgen, aber wie soll das funktionieren? Ja, ich habe schon, glaube ich... Hat er noch irgendwas? Nein. Ich habe überall nachgeschaut. Und dieser Dort? Nein, das er... Ergibt keinen Sinn. Es ist ein Dort, eines der irischen Signalhörner, die Sean immer bei sich trägt. Tja. Das geht so. Ein Signalhorn. Was kann ich damit nur anfangen? Ich stecke schon wieder in einer Sackgasse. Wenn auch nur einer dieser Beamten mich sieht. Nein, das wollen wir nicht. Wenn ich jetzt zurückgehe, sehen mich die Polizisten mit Sicherheit. Okay. Dann
Probieren wir mal das dort zu benutzen mit... Das will ich jetzt. Das will... Mit was auch immer. Nein, es funktioniert nicht. Wir waren bei Sean. Sean hat nichts mehr. Das Metallstück irgendwie rauspulen habe ich versucht. Mit allem, was wir dabei haben. Mit der Knarre es vielleicht rausangeln. Könnte das funktionieren? Das ist hier kein Schießstab. Nein, natürlich nicht. Dann vielleicht mit der Schnapsflasche. Das geht so nicht. Oder mit dem... Nein, das ergibt keinen Sinn. Mit dem Schlüssel. Nein, das... Auch nicht. Nein. Das geht so. Das geht so nicht. Da bin ich mir sicher. Trial and Error, Trial and Error. Im Moment gibt's aber mehr Error als Trial. Mit den Kippen? Das geht so nicht. Nein, natürlich nicht. Ach, er will's nicht mit der Hand rausholen. Womit denn dann? Taschenlampe. Mit dem Dietrich. Wollte auch nicht. Nein, die sind zu kurz. Zu kurz. Aber was ist denn hiermit? Nein, das ergibt... Ich finde schon, dass das Sinn ergibt. Mir leuchtet nicht... Junge, tu's doch einfach. Hol dieses Ding da raus. Das geht schon. Nee, natürlich nicht. Mit den Schlüsseln, mit der Taschenlampe, Pistole, alles versucht. Mir leuchtet... Tja. Das ist die Manhattan Bridge. Ja. Die wurde vor etwa 20 Jahren fertiggestellt. Nein, das will ich... Oh, mein lieber Jack, was soll ich hier nur tun? Was soll ich hier nur sieht tun? Sieht aus, als wäre ein Stück von diesem Stahlschild abgebrochen. Ja. Zu einfach, Kuppel. Ein guter Detektiv braucht so etwas nicht. Mir leuchtet nicht... Nein, das ergibt... Mir leuchtet nicht ein, wie... Das ergibt... sieht aus... Dazu fällt mir nichts ein. Sieht aus... sieht aus... Ich habe keinen Grund, das Türschloss aufzubrechen. Warum nicht? Die passen nicht, das... Die passen, das sind die Typen. Da ist das Logo eines... Wer weiß? Da ist das Logo ein... Wer weiß? Der Zugang zur Werft. Also, ich muss irgendwie diesen Dorn rauskriegen. Ich habe mir hier alles angeschaut. Da ist das Logo eines... Wer war? Nein, hier ist noch was. Oh Mann, wie konnte ich das nur übersehen? Eine der Kisten ist offen. Na toll. Puppen. Das also steckt in den meisten Kisten am Hafen. Na großartig. Kiste Nummer 64 Milliarden ist ja, dann die richtige. Nehme ich mit. Oh ja. Ein Stück Draht kann immer dann am nützlichsten werden, wenn man es am wenigsten erwartet. Oh lieber Jack, ich zähle 1 und 1 zusammen und komme zu dem Ergebnis, dass wir mit dem Stück Draht einfach mal uns dieses Metallstück da holen. Ja, mit einem Stück Draht sollte ich das loskriegen, ohne es ins Wasser fallen zu lassen. Prima, Jack. Tu es, Jack. Dieses Metallstück steckte zwischen den Holzplanken. Da steht das Wort Glaube drauf. Was zum Teufel hat das zu bedeuten? Und es ist blutverschmiert. Scheint klar, dass Sean es benutzt hat. Oder jemand hat es an Sean benutzt. Okay, soweit so gut. Also gehen wir zurück zur Tür und lösen mal das nächste Rätsel. Und das in der nächsten Folge. Und wenn du die nicht verpassen willst, einfach meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen.
Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, dein Lumi.